Die Verteidigung gegen einen statischen Würgeangriff ist eine zweiteilige Bewegung. Eine Hand zieht die würgende Hand vom Hals, die andere Hand kontert ins Gesicht des Angreifers. Der Konter kann sowohl ein Schlag, aber auch ein Wegdrücken des Angreifers sein. Versuch, die würgende Hand so nah an deinem Hals zu erreichen, wie du kannst. Mit der anderen Hand versuchst du, den Angreifer auf Abstand zu bringen. Den Bewegungsablauf kannst du gut alleine trainieren. Eine Hand reißt die würgende Hand vom Hals, die andere Hand kontert. Schieb die Schulter weit nach vorne. Benutze die Drehung des Oberkörpers. Bei der Technik ist darauf zu achten, dass du die Kontrolle über die würgende Hand behältst, sodass kein zweiter Angriff erfolgen kann. Versuch, den Würger immer nah am Hals zu erreichen.